27 Stand E11. In Halle 27 am Stand E11, dort ist Gäsburger vertreten. Dort bekommen Sie alle Informationen. Meine Damen und Herren, während der diese Bühne verlässt, sehen Sie auf der linken Seite im Hintergrund schon einen blauen LKW mit gelben Rundumleuchten. Und auf der rechten Seite nähert sich gleich auch ein zweiter LKW. Meine Damen und Herren, jetzt geht es um die Firma Jost. Wir beginnen zuerst mit dem System von Jost, das nennt sich EFS. Und da achten Sie bitte, wenn der Fahrer hier seine Vorführung fährt, mal auf die Achsen. Jost will now demonstrate two innovative advanced assistance systems, the EFS and the KKS system. Schauen Sie parallel auch immer auf unsere LED-Wand, da läuft ein Animationsfilm von Jost und dort sehen Sie auch die Geschichten, die er jetzt darstellt mit seinem Trailer. Schauen Sie mal, was der für kleine Bögen fahren kann. Sie sehen keinen Abrieb der Reifen. Sie sehen keinen Abrieb der Reifen. Er fährt einen engen Bogen, meine Damen und Herren. Das ist das EFS-Assistenzsystem von der Marke Tridec, dem Spezialisten für hydraulische, mechanische und elektronisch gesteuerte Lenksysteme. Der wird jetzt noch eine zweite Runde fahren, dann wird er aber die drei Achsen starr lassen, damit Sie den Unterschied sehen, meine Damen und Herren, zwischen Starrachsen und diesem EFS-System von Jost. The brand Tridec, specialist for hydraulic, mechanical and electronic controlled steering systems and part of the Jost Group, has developed the EFS Smart Steering System. This system can steer a maximum of 3 kingpin steered axles. Sensors placed at the kingpin can measure the exact steering angle, leading to efficient maneuverability with less fuel consumption and tire wear. In future, the EFS Smart Steering System will additionally contain path-following steering systems and collision-avoiding systems. Schauen wir mal, jetzt hat er die Achsen starr. Ich glaube, wenn jemand unter Ihnen hier Inhaber eines Unternehmens in einer Spedition ist und der Chef sieht das, dass der so auch noch mit eventuell beladenem Auto auf dem Betriebshof fährt, ich denke mal, dass der Chef nur alle 5 Minuten einmal auf der Erde aufkäme und der Fahrer hätte verdammt schlechte Karten. Der wird nur noch Trailer abkehren und Brücken putzen oder wer weiß was, aber nicht mehr fahren, weil das ist unwirtschaftlich, das ist nicht kosten.